Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Sammlerfreak aus der Serie Münzen sammeln, aber richtig. In dieser Folge geht es um die erste Neuerscheinung des Jahres 2019 der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die 2-Euro-Gedenkmünze zum 70-jährigen Bestehen des Bundesrates. Durch eine Änderung der Reihenfolge der Länder im Vorsitz des Bundesrates. Ist in diesem Jahr wieder Schleswig-Holstein an der Reihe, das allerdings schon mit einer Gedenkmünze gewürdigt worden ist, nämlich der 2-Euro-Münze Holstentor. Da die Bundesländerreihe allerdings so konzipiert ist, dass jedes Land einmal durch eine eigene Münze gewürdigt wird, ist in diesem Jahr eine Lücke entstanden, die nun durch das Gedenken des 70-jährigen Bestehens des Bundesrates ausgefüllt wird. Der Bundesrat ist eines der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland, dazu gehören der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht. Man kann auch die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten vornehmlich wählt, auch dazu zählen. Ich habe sie hier aber als Verfassungsorgan in Klammern gesetzt. Aber kommen wir nun zu der zu besprechenden Münze. Sie zeigt das preußische Herrenhaus, in dem seit 2000 der Bundesrat residiert. Das preußische Herrenhaus hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Jetzt ist der Bundesrat Hausherr dort. Das Herrenhaus wird sehr realistisch dargestellt, wie auch der Vergleich mit dem Foto zeigt. Die einzelnen Komponenten des Herrenhauses, wie die Etagen, die Brüstungen, auch der Gartenansatz und der Vorhof, sind sehr detailliert und naturgetreu dargestellt. Auf der Vorderseite bzw. der Bildseite der Münze ist unterhalb des, der Darstellung die Bezeichnung der Münze Bundesrat und das Nationalitätenkürzel D abgebildet. Schwenkt man nun nach oben, findet sich oberhalb des Giebels des Herrenhauses die, das Ausgabejahr 2019 ausgeschrieben. Aus Betrachter Sicht links über dem Fries des Hauses. Das Münzzeichen, in diesem Fall das J für Hamburg. Diese Münze ist an allen fünf Prägestätten der Bundesrepublik Deutschland hergestellt worden. Geht man auf der Höhe des Hausfrieses nach rechts, findet sich rechts in gleicher Höhe zum Münzzeichen die Künstlersignatur. Die Signatur von Michael Otto, einem Künstler und Münzdesigner aus Rodenbach in Hessen, besteht aus einem geschwungenen M, darunter ein H, das in einen Kreis eingefügt ist, der einem O entspricht. Michael Otto ist ein sehr erfolgreicher Münzdesigner der Bundesrepublik Deutschland. So hat er 1985 die Münze zum Europäischen Jahr der Musik, 2003 die Münze zum 200. Geburtstag von Gottfried Semper, 2008 die zum 150. Geburtstag von Max Planck und in 2009 die 100-Euro-Goldmünze zum UNESCO-Welterbe Trier entworfen. Diese 2-Euro-Münze ist wie alle Gedenkmünzen dieses Nominals europaweit offizielles Zahlungsmittel, wird also in allen Ländern der Eurozone als Zahlungsmittel akzeptiert. Sie ist allerdings auch in einer extrem hohen Auflage mit 30 Millionen Umlaufmünzen geprägt worden. Es gibt Sets in Stempelglanz und Spiegelglanz. Stempelglanz sind 30.000 Sets, Spiegelglanz sind 40.000 Sets ausgegeben worden. Das Ausgabedatum war der 29. Januar 2019. Die Umschrift lautet Einigkeit und Recht und Freiheit. Der Ausgabepreis beträgt 17,80 Euro bei der Verkaufsstelle für Sammlermünzen, also der offiziellen Ausgabestelle der Bundesrepublik Deutschland. Tja, und das war's für diese Münzbeschreibung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir bitte einen Daumen hoch. Ansonsten kommen noch weitere Münzbesprechungen bzw. auch weitere andere Themen. Ich hoffe, du freust dich schon und wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Bis dahin. Herzlichen Dank für deinen Besuch, dein Sammlerfreak.